Ich beziehe mich in der nachfolgenden Diskussion auf ein Lehrbuch Theoretische Mechanik von Stefanie und Kluge. Hier im Kapitel 10 geht es um Bilanzgleichungen oder eben um die Kontinuumsmechanik. Da wird zuerst ein raumfester Bereich V eingeführt. Bezüglich dieses raumfesten Bereichs wird dann die Masse definiert als Volumenintegrale über die Dichte. Dann wird die infinitesimal kleine ausgetauschte Masse eingeführt über Flächenelement mal Geschwindigkeit mal Dichte mal dt. Dann kann man über die Oberfläche integrieren und bekommt dann die gesamthaft ausgetauschte Masse. Wenn man jetzt nach der Zeit ableitet, kann man die beiden Gleichungen zusammenfügen und dann bekommt man hier die Massenbilanz. Also die Änderungsrate des Masseninhalts ist gleich minus die Gesamtstromstärke der Masse. Das Minuszeichen kommt daher, dass man über die äußere Fläche normale integriert. Kann man den Satz von Gauss anwenden und dann bekommt man diesen Ausdruck und der ist nur gleich 0, wenn der Klammerausdruck verschwindet. Das gibt dann die lokale Formulierung der Massenerhaltung oder eben die Kontinuitätsgleichung. Die kann man dann rückwärts wieder umformen auf materielle Koordinaten mit Hilfe der substanziellen Zeitableitung. Das gibt dann diese Beschreibung. Dann wird weiter unten gesagt, dass diese Formulierung auch auf andere Größen wie Energieimpuls, Drehimpuls, elektrische Ladung oder Entropie angewendet werden könne. Und zwar die Zeitableitung von Z, das ist die Dichte einer Menge, plus die Divergenz von Z fett geschrieben, das ist die Stromdichte, das ist Q von Z. Und das ist die Produktionsdichte oder Quellenterm. Das heißt, man müsste hier eigentlich streng genommen zwei Terme einführen, einen Quellenterm und eine Produktionsdichte. Ich komme darauf zurück. Dann geht es hier um die Impulsbilanz. Das ist dann ziemlich lange, weil hier wird noch der Spannungstensor eingeführt. Ich kann das kurz zeigen. Also hier mit der berühmten Tetraederkonstruktion aus dem 19. Jahrhundert. Man muss sich jetzt einfach bewusst sein, dass die Impulsbilanz über ein materielles Koordinatensystem formuliert ist. Und dann bekommt man hier diese Impulsbilanz, nämlich das Volumenintegral über diesen Term minus diesen Term, minus die Divergenz des Spannungstensors, das gibt 0. Folglich muss also auch hier der Klammerausdruck wieder 0 sein. Und erst jetzt wird der Übergang gemacht von den materiellen Koordinaten zu einer lokalen Darstellung, eben über diese konvektive Ableitung. Und dann bekommt man hier die lokale Impulsbilanz, die dann eben Kontinuitätsgleichung für den Impuls heißt. Soweit zur Theorie. Ich habe mich hier sehr kurz gefasst. Also wer will, kann ja das im Original nachlesen. Gehen wir über zu den ergänzenden Bemerkungen zum DPG-Gutachten über den Karlsruhe-Physikkurs. Ich habe hier noch einmal die Gutachter aufgeführt und habe rot eingerahmt, wer gleichzeitig im Vorstand der DPG ist. Das heißt, der Vorstand ist der Auftraggeber und hier sind also drei Auftraggeber gleichzeitig auch in der Gutachtergruppe. Ich denke, so etwas gibt es nicht einmal bei der FIFA. Jetzt ein paar Ausschnitte aus diesem Gutachten. Zuerst einmal geht es eben um die Impulsbilanz und da wird gesagt, anstelle der Newtonschen Bewegungsgleichung tritt die Eulersche Gleichung. Kommt diese Formulierung, wobei T dann ein Tensor zweiter Stufe sei, das sei die Impulsstromdichte oder eben der Spannungstensor. Wenn man jetzt integriert über das Volumen, dann wird aus diesem Term die Gesamtimpulsstromstärke, also der Nettoimpulsstrom. Dann bekommt man diese Formulierung. Und da wird gesagt, P-Punkt sei dann
der materielle Impulsstrom. Dieser kleine Abschnitt enthält etwa drei grundlegende Fehler. Erstens, aus dem Lehrbuch von Stefanie und Kluge sehen wir, dass man auch, wenn man materielle Koordinaten nimmt, mindestens drei Terme hat. Nämlich diese Größe hier, das ist die Dichte der Impulsänderungsrate. Das hier ist Rho mal die Gravitationsfeldstärke. F ist die spezifische Volumenkraftdichte, das ist nichts anderes in der Gravitation als die Feldstärke, also das ist Rho mal G. Dieser Term fehlt hier völlig. Dass hier der Spannungstensor ein anderes Vorzeichen hat als hier, ist Konvention. Das ist die übliche Konvention, das ist schon ziemlich speziell hier. Bekommt man also diese lokale Formulierung, wobei zu bemerken ist, dass es sich hier immer noch um eine materielle Beschreibung handelt. Wenn man dann übergeht zur lokalen Beschreibung, dann bekommt man hier noch einen weiteren Term und das ist die Impulsstromdichte. Gehen wir noch einmal zurück zum Lehrbuchtext, denn hier steht dieser Term und dann steht hier, die Impulsstromdichte besteht also aus diesem Term hier. Und der erste Teil, der hier, das ist der konvektive Anteil und der andere Teil hier, das ist dann die Impulsstromdichte, die infolge von Spannungen, also Flächenkräfte, durch ein Flächenelement übertragen werden kann. Das heißt, im Gutachten der DPG oder im ergänzenden Bericht zum Gutachten der DPG wird also auch der materielle Impulsstrom unterschlagen, weil der erst auftaucht, wenn man zur lokalen Beschreibung übergeht und dann wird der Änderungsrate des Impulsinhaltes dann quasi die Funktion des materiellen Impulsstromes zugewiesen, was natürlich völliger Quatsch ist. In diesem Gutachten wird erst jetzt der Satz von Gauss angewendet, und zwar wird eben hier gesagt, das Volumenintegral Divergenz T wird zu einem Oberflächenintegral T dA. Und erst jetzt macht ja I als Impulsstromstärke Sinn. Das I wäre also jetzt minus die resultierende Oberflächenkraft. Da wird gesagt, dass man immer über eine geschlossene Fläche integrieren muss. Ja, wenn man die resultierende Kraft will, muss man natürlich über die Gesamtoberfläche integrieren. Dann hat man die resultierende Oberflächenkraft und dann hat man die Gewichtskraft aber immer noch nicht dabei. Genau das wird jetzt dem Karlsruher Physikkurs vorgeworfen. Das ist jetzt wirklich nur noch ein Streit um des Esels Schatten. Gehen wir rüber zur Systemphysik. Hier eine Folie aus der Vorlesung für Aviatiker. Da geht es um offene Systeme. Zuerst formuliere ich die Impulsbilanz, nämlich die Summe über alle Oberflächenkräfte plus die Gewichtskraft plus die Summe über alle konvektiven Impulsströme ist gleich der Änderungsrate des Impulsinhaltes, alles mal in Z-Richtung. Kann man durch in X, Y-Richtung auch noch so machen. Als Nebenbilanz kommt dann die Massenbilanz dazu. Dann verknüpfen wir den Impulsinhalt mit der Geschwindigkeit über das Kapazitivgesetz und die konvektiven Impulsströme oder die Stärke der konvektiven Impulsströme ist gleich Geschwindigkeit des Fluidums gegen das Bezugssystem mal die Stärke des Massenstromes bezogen natürlich auf das Bilanzgebiet, also auf das Flugzeug zum Beispiel. Wenden wir jetzt diese Theorie auf einen landenden Jumbojet an. Der Jumbojet hat mit zwei der vier Hauptträger aufgesetzt, also zwei sind noch in der Luft und das Bugrad ist auch noch in der Luft. Insgesamt acht Räder dürften im Moment den Boden berühren. Jetzt nehmen wir also die Impulsbilanzgleichung und sagen mal, die Gewichtskraft ist ersatzweise durch einen Pfeil zu zeichnen, der nach unten zeigt. Also dieser Pfeil hier steht für das gesamte Volumenintegral
Dichte mal Gravitationsfeldstärke. Und dann integrieren wir, also nach dieser Vorschrift hier, über die Berührfläche zwischen Pneu und Asphalt. Das gibt uns eine Kraft, die sogenannte Bodenkraft, und die zerlegen wir in eine Tangential- und eine Normalkomponente. Die Tangentialkomponente nennen wir Reibkraft und die Normalkomponente nennen wir Normalkraft. Dann integrieren wir über die restliche Oberfläche und bekommen die Luftkraft. Und diese Luftkraft zerlegen wir in Parallelkomponente zur Anströmung, das ist der Luftwiderstand, und Normalkomponente zur Anströmung, das ist der Auftrieb. Also die Normalkraft hat nichts mit der Gewichtskraft zu tun und integrieren müssen wir immer über Teile der Oberfläche, damit wir auch die Wechselwirkung bekommen. Und nur über diese Wechselwirkungen können wir direkt Aktion-Reaktion anwenden. Also keine Spur von integrieren über die ganze Oberfläche. Das gäbe ja den ganzen Term ohne die Gewichtskraft. Aber der ganze Term selber, auf den lässt sich dann Aktion-Reaktion gar nicht mehr anwenden. Nun, die Summe aller Kräfte gibt hier nicht die Änderungsrate des Impulsinhalts. Da müssen wir dann noch über diese Luftströme, diese konvektiven Impulsströme rechnen und erst dann haben wir eine vollständige Impulsbilanz. Ich habe dann hier das Kapazitivgesetz noch leicht umgeschrieben. Das heißt, der Impulsinhalt ist nicht einfach Masse mal Geschwindigkeit, sondern Masse mal Geschwindigkeit des Massenmittelpunkts. Also auch wenn hier zum Beispiel während des Landevorgangs die Ladung rutscht, dann gilt diese Impulsbilanz immer noch. Aber das Kapazitivgesetz oder der sogenannte Schwerpunktsatz ist dann anzuwenden auf den Gesamtschwerpunkt, der sich dann halt relativ zum Flugzeug verschiebt. Wenn also die Gutachter der DPG behaupten, man müsse über die ganze Oberfläche integrieren, dann ist das völliger Quatsch. So kann man nicht arbeiten und so kann man Aktion-Reaktion gar nicht anwenden. Ich mache jetzt noch ein weiteres Beispiel. Unweit meines Hauses hat sich im Januar ein schwerer Unfall ereignet. Da sind zwei Züge aufeinander geprallt. Zum Glück ist niemand schwer verletzt worden. Das hier ist ein Pendlerzug mit zwei Loks und acht Wagen und das hier ist ein Turbo, also ein Gelenktriebwagen der Firma Stadler. Ich bin jetzt nicht sicher, ich war damals gar nicht in der Gegend, ich war in Indonesien, deshalb weiß ich nicht, ob es sich um einen dreiteiligen oder nur um einen zweiteiligen GTW gehandelt hat. Wenn man die Kontinuitätsgleichung für den Impuls hinschreibt, so wie ich es vorher gezeigt habe aus dem Lehrbuch von Stefanie und Kluge, dann folgt die Impulserhaltung aus dem Umstand, dass in dieser Kontinuitätsgleichung kein Produktionsterm vorkommt. Wenn man die Impulserhaltung bei konzentrierten Systemen zeigen will, also im Sinne eben der klassischen Newton-Mechanik, dann folgt die Impulserhaltung aus Aktion gleich Reaktion. Ich möchte das jetzt zeigen anhand einer Simulation mit solchen GTW-Triebwagen, wie ich vorher gezeigt habe. Wir haben hier die Oberfläche, die Modellierungsoberfläche für eine solche Simulation. Da hat man den auflaufenden Turbo und da hat man den stehenden Turbo. Der auflaufende Turbo, zeig mal die Parameter, hat eine Geschwindigkeit von 2 Meter pro Sekunde, keine Gleit- und Haftreibung, aber eine Federkonstante für die einzelnen Wagen. Der stehende GTW oder eben der stehende Turbo, der hat keine Geschwindigkeit, dafür sind alle Räder gebremst, indem ich jetzt eben hier Gleit- und Haftreibungskoeffizienten für die verschiedenen Teile angebe. Wenn das jetzt simuliert, dann sieht man hier das Geschwindigkeitszeitdiagramm für den mittleren Teil des auflaufenden Turbos und dann hier für den mittleren Teil des anfänglich stehenden Gelenktriebwagens.
Hier die zweite Skizze zeigt das Kraft-Hub-Diagramm für die hydraulische Kupplung. Und um solche Kupplungen zu bauen, ist dieses Simulationsprogramm oder diese Modelica Library eben entwickelt worden. Schauen wir uns mal den GTW im Einzelnen an. Dann sieht man, der besteht aus zwei Flansch, das sind die Anschlüsse, und dann die beiden Wagen und hier eben der Triebteil in der Mitte oder dieser Versorgungsteil. Schauen wir uns das Modell, diesen Versorgungsteil an, dann hat man hier die Masse, dann wieder die beiden Anschlüsse und hier ein Element, das die Reibung gegen Schiene beschreibt. Wenn man jetzt die Masse anschaut, dann sieht man auf dieser Fläche nichts. Also schauen wir die Gleichungen an. Hier ist der Definitionsteil, da sind die Gleichungen. Da wird einfach gesagt, der Ort dieser Masse sei gleich wie, das ist der Flansch und der Ort davon. Dann die Ableitung von S gibt die Geschwindigkeit und die Ableitung von der Geschwindigkeit gibt die Beschleunigung. Und jetzt kommt hier das Grundgesetz oder eben die Impulsbilanzgleichung, nämlich Masse mal Beschleunigung gleich Kraft am Flansch. Die Kraft am Flansch besteht natürlich aus drei Kräften, nämlich die Flanschkräfte auf einer höheren Hierarchiestufe, nämlich für den gesamten Wagen oder gesamten Versorgungsteil und dann noch die Kraft dann gegen Erde. Schauen wir dieses Element an, dann sehen wir zuerst einmal ziemlich viel, nämlich eine recht komplizierte Beschreibung. Aber wir sehen hier, dass ein Teilmodell, nämlich Verbindung verformbar, beigezogen ist. Und das möchte ich jetzt noch zeigen. Gehen wir zur Verbindung, nehmen wir verformbar und schauen wir hier die Gleichungen an. Da wird gesagt, die Relativdistanz ist gleich Ort Flansch links minus Ort Flansch rechts. Dann wird gesagt, die Kraft, die dann intern verwendet wird, das ist eben die Stärke des Impulsstromes, ist gleich Kraft beim Flansch links und minus Kraft beim Flansch rechts. Und was ist die Moral dieser Geschichte? Es gibt in der Mechanik, wie in allen Gebieten der dynamischen Systeme, Körper, die erfüllen die Bilanzgleichung, also das, was dann auch diese Gutachtergruppe der DPG so ausführlich und zum Teil quer und falsch erklärt. Es gibt aber auch Elemente, wie zum Beispiel diese Reibung. Das sind Stromglieder und da gibt es kein F gleich M mal A, da gibt es nur die Aussage, was auf der einen Seite reinkommt, muss auf der anderen rausgehen. Und ich behaupte, ohne diese Kenntnisse des Karlsruher Physikkurses und ohne diese ganze Entwicklung der Systemphysik, die ich jetzt 30 Jahre lang betrieben habe, wäre ich nie in der Lage gewesen, eine solche Bibliothek zu schreiben für Züge und all diese Komponenten. Ich muss sagen, in der Schweiz gibt es kaum einen Zug, dessen Zug- und Druckelemente, also Kupplungen, Puffer und so weiter, nicht mit diesem Simulationstool gerechnet worden sind.